Eine Ancient City in Minecraft zu finden kann ziemlich schwierig sein und deswegen zeige ich euch heute mal ein paar Tricks, wie man sie recht schnell und auch recht einfach finden kann. Zuerst ist es so, dass Ancient Cities nur in Deep Dark Biomen vorkommen. Das sind Höhlenbiome, die man daran erkennt, dass es sehr viele verschiedene Skalkblöcke dort gibt. Das Schöne an den Deep Dark Biomen ist jetzt allerdings, dass sie nur unter Gebirgen oder bergigen Gebieten vorkommen und dementsprechend, wenn wir nach einer Ancient City suchen, suchen wir nach einem Deep Dark Biom und wenn wir nach einem Deep Dark Biom suchen, suchen wir eigentlich nach Gebirgen. Wir halten also an der Oberfläche einfach Ausschau nach Bergen oder Gebirgen, wobei tatsächlich auch diese neuen Kirschbiome funktionieren oder die Meadows-Biome oder auch Savannah-Plateaus würden dabei funktionieren. Tatsächlich könnte es Ancient Cities auch unter Badlands oder Eroded Badlands, also diesen Mesa-Biomen geben, allerdings sind sie dort weniger häufig und unter Ozeanen, Flüssen, Sümpfen oder Wüsten können sie überhaupt nicht vorkommen, da müsst ihr also gar nicht danach suchen. Wenn wir nun eins dieser Biome gefunden haben, unter denen eine Ancient City spawnen kann, sollte man sich als nächstes runtergraben und mit runtergraben meine ich, dass man sich so weit runtergräbt, bis man die Ebene minus 51 erreicht hat. Das ist nämlich immer die Ebene, auf der eine Ancient City ihre unterste Ebene hat. Würde man sich noch weiter runtergraben, könnte es eben passieren, dass man zwar eine Ancient City theoretisch in der Nähe hat, man gräbt sich aber einfach drunter durch und findet sie nicht. Und würde man zu weit oben suchen, genau das gleiche Problem, es gibt vielleicht eine, man findet sie allerdings nicht, weil man zu weit oben sucht. Auf Ebene minus 51 angekommen, würde ich mir dann einfach einen Gang graben und dann einfach versuchen, eine Höhle zu finden. Natürlich kann man durch Glück direkt eine Höhle finden, allerdings könnte es auch passieren, dass man auf Anhieb jetzt keine findet. Was dann allerdings eine gute Möglichkeit ist, um vielleicht doch nochmal die Chance auf eine Höhle zu erhöhen, ist es, dass man auf die Geräusche achtet. Monstergeräusche oder zum Beispiel auch Lava- oder Wassergeräusche weisen nämlich immer darauf hin, dass es eine Höhle in der Nähe gibt und dann gräbt man sich nämlich einfach in die Richtung, aus der das Geräusch anscheinend kommt und so erhöht man dann nochmal die Chance, um eine Höhle zu finden. Wenn ihr eine Höhle gefunden habt, könnte das nämlich zum Beispiel schon direkt bei einer Ancient City sein, beziehungsweise ist es natürlich sehr einfach, eine Höhle zu erkunden und damit kommt man dann definitiv schneller voran. In diesen Höhlen kann man dann außerdem auch noch gucken, dass man Skalkblöcke findet, denn das würde nämlich für ein Deep Dark Biom sprechen und dort könnte es dann eben auch eine Ancient City geben. Wenn ihr so ein Deep Dark Biom jetzt nämlich gefunden habt, könnt ihr das einfach weiter erkunden und solltet dann in der Regel auch relativ schnell eine Ancient City finden. Die sind nämlich gar nicht so selten unter diesem Biom und gleichzeitig auch noch riesengroß, sodass man sie eigentlich relativ schnell findet, wenn man erstmal eine Höhle mit Deep Dark Biom gefunden hat. Die Wardens in den Ancient Cities sind dann natürlich auch ein riesiges Problem, wenn man zum Beispiel die Ancient Cities erkunden und looten möchte. Daher habe ich schon mal ein Video gemacht, wie man das Spawnen von den Wardens mit einem Trick ganz einfach verhindern kann. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mal Hashtag Ancient City in die Kommentare schreiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video.